Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Kickstarter und hier sind eure Gastgeber, die wollüstigen Zwillingsbrüder von Joko und Klaas, die Musen von Thomas Gottschalk und Günther Jauch, die Mentoren von Stefan Raab, die Hitgiganten von Dieter Bohlen und die wahren Schlauts der Gaming-Szene. Live aus den West Coast Studios in Irland begrüßen euch unsere Showmaster Steffen und Daniel. Ja, da sind wir. Willkommen. An Karl unter mir. Ja, und ja. Jakob unter mir. Das ist eigentlich scheiße, dass wir über den Gästen sitzen. Wir wollten auch nochmal ein anderes Bild eigentlich bauen. Einer groß und drei dann auf der linken oder auf der rechten Seite. Haben wir heute vergessen, ja. Machen wir beim nächsten Mal. Jetzt haben wir Karl da aus seiner, was ist Karl, das? Karl, wo sitzt du eigentlich? Auf dem Flugplatz oder was? Tegel. Ja, und Jakob sitzt zu Hause, denke ich, am heimischen Rechner. Kann man so sagen, okay. Ja, perfekt. Ja, vielen Dank, dass ihr beide, wie gesagt, auch so kurzfristig zusagen konntet und hier euch mit uns in den Talk zur Urheberrechtsreform stellt. Gibt ja nichts Spannenderes gerade. Ja, gibt das, das Thema, ja. Das ist das Thema schlechthin. Das Thema. Wollt ihr euch den Zuschauern ein bisschen vorstellen? Wir haben, wie gesagt, auch Commands für beide Gäste. Jakob, wer bist du? Was machst du? Wo willst du hin? Oh. Mein Ton ist gerade weg. Ja, da bist du aber wieder. Alles gut, jetzt bist du wieder da. Alles ist so halb. Ist ein schönes Grinsen. Wir haben kurz ein Standbild von Jakob an der Stelle. Vielleicht ist das Internet weg. Bist du noch da, Jakob? Ich möchte das Standbild nutzen, um zu sagen, dass mein Instagram-Account nicht verlinkt ist und da sind schöne Bilder drauf, auch von anderen Menschen. Kriegen wir das noch hin, dass wir bei Karl noch den Instagram-Account... Der Penny kriegt das hin. So, wir warten einfach auf... Karl, willst du dich denn vorstellen? Wer bist Start du? Start mal deinen Monolog, Mann. Wer bist du? Was machst du? Wo willst du hin? Hallo, ich bin Jakob. Ich bin 18 Jahre alt. Ich bin Vollzeit-YouTuber auf YouTube. Nein. Ich bin Twitch-Streamer. Hallo, ich heiße Karl. Ich bin 30 Jahre alt. Ich habe auch... Der Kanal heißt Dekadent. Das ist eigentlich meine Entscheidung gewesen. Aber jetzt muss ich halt damit leben. Und ich bin einer Kategorie zugeordnet, die ihr definiert habt. Und zwar bin ich Twitch-Kritiker. Ich habe selber nicht verstanden, warum ich Twitch-Kritiker bin, weil ich kritisiere Twitch niemals. Niemals würde ich Twitch kritisieren. Sondern ich beschäftige mich mit Videos, auf die ich dann reacte. Also ich mache das so ähnlich wie Unge. Ich sitze da und dann lache ich über Katzenvideos. Und dann schicken mir Menschen Geld. Hör doch auf, Mann. Du kritisierst die Videos. Du hast doch noch nie ein gutes Wort, verlassen. Das stimmt nicht. Der Bodyguard von Arafat Abu Chaka hat sich über Instagram angekündigt, dass er da zuguckt und dann habe ich den gelobt. Innerhalb seines Videos. Völlig uneigennützig. Völlig uneigennützig. Ist Vitamals gut? Ich liebe Vitamals. Ja. Weißt du eigentlich, dass wir das hier in Irland nicht haben? Ja, das ist... Schwierig. Ja, Jakob ist immer noch nicht am Start. Vielleicht hat da Artikel 13 schon sich durchgesetzt bei Jakob, man weiß es nicht, ja? Ja, Jakob ist immer noch nicht am Start. Jakob. Das ist, Und die ersten zwei Fragen sind ein Jakob, ja? Wir können noch nicht mal jetzt mit Karl überbrücken. Brown Bear. Ja, du hast gerade richtig gezeigt auf die 20 Euro, Karl. Vielen Dank. Brown Bear, Alter, 20 Euro in die Kaffeekasse und auch vielen Dank für deinen Sub. Dann nutzen wir einfach die Zeit, um Danke zu sagen. Kann Karl seine Alerts, was sagt er da immer, wenn 20... Ha! Nee. Twit! Nee. Schmeckt, oder? Schmeckt. 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 So, ja, wir warten. Ja, 20 Euro ist schon ein super Alarm, Bruder. 20 Euro ist super Alarm, okay. Das ist Ehre, schreibt er. Brown Bear schreibt Ehre, Mann. Ja, vielen Dank für den 20, Mann, ja. Ja, Jakob ist... Ja, Jakob, was ist los? Schreib uns. Jakob, schreib auch gerne im Chat, Jakob, wenn du uns hörst. Da ist er, warte mal, bin gleich wieder da, schreibt er. Da ist er! Jakob! Oh, wunderbar. Jakob, wir hören dich. Wir sehen dich. WLAN aus. Kabel ran. Du musst das Kabel dran. WLAN-Kabel ist scheiße, Mann. Unity Media, ich liebe es. Läuft jetzt alles? Läuft alles? Jo, weiter. Ja. Ja, so. Karl hat dich schon vorgestellt. Also wir können eigentlich die Frage jetzt überspringen.
Nein, Quatsch. Wenn jetzt alles läuft, Karl hat sich wie gesagt vorgestellt, wer bist du? Also Jakob wissen wir schon, aber was machst du so? Ja, wie gesagt, Jakob. Ich mache YouTube und Instagram und ja, mache aktuell mein Fachabitur zum Mediengestalter noch, bin 18 Jahre alt und ja, das ist so eigentlich alles. Okay. Ich glaube, ich werde den Namen nicht callen, aber ich glaube gehört zu haben, dass wir beide die gleiche Schule besucht haben. Ich war da nämlich auch auf der Schule. Georg Simon Ohm? Ja, okay, dann hast du es gecallt. Ja, korrekt, da war ich auch mal. Kleiner Tipp von Content Creator zu Content Creator. Sag nicht, auf welcher Schule du bist. Schwierig. Zwei Monate. Sonst kommt der Bodyguard von irgendwelchen komischen Dudes dann, ja. Demnächst vorbei. Alles gut. Ja. Ja, Daniel, die erste Frage gehört dir an, Jakob. Die erste Frage gehört mir. Also Leute, also ja, wir reden. Ja, ich sag's, ne? Ja, ist ja gut. Ich ess mal. Ess du mal. So, Leute, wir reden ein bisschen, wir haben was gesagt über die Urheberrechtsreform und wollen die Leute aber erstmal ein bisschen kennenlernen. Jakob, du bist in 2 Monaten für ein Jahr Vollzeit-YouTuber. Willst du uns hier, dem Karl, mir, dem Steffen und den Zuschauern mal erklären, warum in 2 Monaten und warum in einem Jahr oder warum nur für ein Jahr? Also warum dieser begrenzte Zeitraum? Ja, also erstmal mache ich jetzt 2 Monate lang noch mein Fachabitur zu Ende. Wie gesagt, Mediengestaltung. Und danach möchte ich halt einfach mal, habe ich ja schon abgeklärt, ein Jahr lang YouTube, völlig abhängig von Geld, erstmal ausprobieren und gucken, ob das so mein Weg ist quasi. Du meinst unabhängig von Geld, oder? Weil du hast abhängig von Geld gesagt. Oh ja, unabhängig. Okay. Unabhängig. Ist ja noch früh. Ist ja noch früh. Ich drehe auch mal ein Töpfchen. Okay. Was hast du so... Nee, das ist nicht meine Frage. Das ist meine Frage. Ich bin hier heute am Rudern. Du gehst ja richtig durch hier, ja, oder? Ja, nee. Karl, du bist Vollzeit-Twitch-Streamer, ja? Wie lange machst du das? Nee, Quatsch. Karl, lass mal. Nein. So, pass auf. Die nächste Frage ist, Jakob... Was für Content willst du denn oder machst du schon Content auf YouTube und wenn du dann für ein Jahr in die Vollzeit-YouTube-Schaft gehst, was willst du denn kreieren? Was können die Zuschauer sehen? Ja, also ich selber mache Vlogs, Comedy, so ein bisschen Musik und spreche auch oft soziale Themen an, unter anderem auch gesellschaftliche, wie zum Beispiel Artikel 13 natürlich, wo ich mich sehr stark gegen einsetze. Aktuell ist es nicht so aktiv in meinem Kanal. Ja. Kanal auf. Du hast wieder Probleme, wenn du uns hörst. Das WLAN will nicht. Ja. Hatten wir das eigentlich schon mal in der Sendung? Nee, eigentlich nicht. Noch nicht. Noch nie. Wir hatten noch nie technische Probleme in der Sendung. Doch einmal. Einmal mit Stays Kamera, die ist immer gefreezed, weißt du noch? So. Macht aber nichts. Wir kommen auf die Frage zurück. Du hast eine Frage an Karl. Karl. Wir machen einfach weiter im Programm erstmal. Wir müssen ja immer, the show must go on, ja? Weil Karl kriegt ja eine Gage von uns. Karl, wie sieht denn dein, jetzt hört mal auf, Mann. So viel gelacht haben wir noch nie. Karl, wie sieht denn dein Content auf Twitch aktuell aus? Was? Ich bin wieder da. Ja, okay, dann. Moment, Karl, antworte nicht. Du warst, ich habe noch eine Frage. Wir haben das soweit mitbekommen. Also du willst auf YouTube, da machst du ein bisschen Comedy, hast du gesagt, Gesang, gesellschaftliche Themen. Eine Frage, warum YouTube und warum nicht Twitch? Ja, das ist so das Ding. YouTube ist einfach mehr mein Ding. So Twitch, ihr habt ja eben gesehen, ich habe euch das Abo gegeben, weil ich nie auf Twitch aktiv bin. Also, kannst du auch jeden Monat immer wieder machen? Ja. Ja, das ist immer, das ist kostenlos. Karl sagt Twitch immer, Twitch Prime ist kostenlos, ja. Ja. Machen wir. Okay. Alter, ich habe mich voll erschreckt, echt jetzt. Ich habe auch gedacht, was ist denn jetzt los, Mann? Ja, okay. Ja, prima. Okay, dann hätten wir das geklärt. Okay, dann lass mal einmal vielleicht zu Karl rüber. Karl, du bist wiederum aktiv auf der Plattform Twitch. Wie sieht dein Content aktuell aus? Du hast es ja eigentlich schon so ein bisschen gesagt, aber die meisten kennen dich hier auch eh. Aber egal. Wie sieht dein Content aus und warum präferierst du Twitch vor YouTube? Zunächst möchte ich diesen Ansatz ein wenig philosophisch wählen und mit der Grundthese starten, dass YouTube Schmutz ist und dass alle, die YouTube machen, auch eher keine Ahnung haben. Nein, Spaß beiseite. YouTube ist einfach überhaupt nicht mein Ding, Alter. YouTube ist Schmutz. Ich liebe Livestreamen. Livestreamen ist
ist mein Ding. Du hast keine direkte Zuschauerinteraktion auf YouTube, es sei denn, du nutzt das sehr, sehr schlechte Stream-Feature von YouTube. Sehr, sehr schlechte Stream-Feature von YouTube. Und mir ist es sehr, sehr wichtig, dass mein Content dynamisch ist. Und was ich damit sage, ist, dass ich sehr unvorbereitet bin. Und dass ich quasi versuche, meine Inhalte im Flow des Community-Daseins zu gestalten. Also was auch immer die Jungs wollen, was besprochen wird, wird besprochen. Und dann versuche ich, so eine Allzweckwaffe zu sein, die sich mit allen Themen so ein bisschen auskennt, aber nie wirklich gut. Und das dann durch Rhetorik überspiele. Und alle am Ende denken, dass ich voll die Ahnung hätte. Sehr gut, ja. Ja, Twitch halt. So. Jetzt hatte Karl einen kleinen Freeze. Jetzt heute ist ich glaube, das ist auch ein bisschen Discord gerade. Also ich glaube, Discord hat gerade ein paar Problemchen. Ist es Discord? Wir haben volle Verbindung. Wir haben volle Verbindung. Nee, bei Karl ist auch wieder alles gut. Bei Karl ist alles gut. Ja, Karl, Jakob, was machst denn du da immer? Warum der Jakob wird immer gefreezed. Kannst du mal da unten aufhören? DDoS. Nee, bei uns ist alles gut eigentlich. Bei uns läuft alles, wir haben das im Blick. Wir haben auch megamäßigen Empfang. Also bei uns ist alles im Grün. Das bin ich, schreibt Freeze, ja. Ja, Wollen wir kurz warten? Karl, willst du noch irgendwas zu... Du hast auch einen YouTube-Kanal. Ja, Machst du da noch was? Nee, also der YouTube-Kanal, den ich habe, das wird auch oftmals missverstanden, dass ich als YouTuber bezeichnet werde. Das stimmt nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich Klicks mache auf YouTube. Ich weiß, dass ich da Geld mit verdiene. Ich habe jemanden, der das für mich macht. Und zwar hat mich da jemand angeschrieben, der ist 19, 20 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, Lukas, tut mir leid. Ja, ich weiß nicht, wie alt. Du bist sehr jung. Getroffen haben wir uns auf der Dreamhack, da hatte er ein T-Shirt an der Stadt Hurensohn drauf, das fand ich sehr, sehr lustig. Und dann hat er gesagt, ich würde ganz gerne YouTube-Videos für dich schneiden, im Vorhinein schon. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich kann dich nicht bezahlen, weil es halt, ich hatte zu der Zeit so, keine Ahnung, 200, 300, 400 Zuschauer. Und dann hat er gesagt, nee, kein Problem, ich mache das auch so, ich will dich supporten. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du das schon willst, mir ist das relativ, also ich habe da ein schlechtes Gewissen mit, dann kriegst du wenigstens alles Geld, was damit so passiert, bis wir deine Miete bezahlen können. Ja. So, und das macht er jetzt. Also, ich habe einen YouTube-Kanal, aber ich weiß nicht so wirklich, was da hochgeladen wird. Er schreibt mir ab und an mal, ey, heute mache ich das, es geht das klar. Und ab und an schreibt er auch lustige Kommentare. Lustige Anekdote an der Stelle, der wäre beinahe mal in einem Bann für meinen Twitch-Kanal geendet, weil da war eine andere Streamerin, die innerhalb eines Reaction-Videos kritisiert worden ist. Und dann hat einer der lustigen Zuschauer auf YouTube, die intellektuell nicht so ganz auf der Höhe sind von Twitch-Zuschauern, weil ihr seid alle großartig und schlau, einen äußerst sexistischen Kommentar verfasst unterhalb dieses Videos, das Lukas auf Krampf angepinnt hat. Und das ist nach 2,5 Sekunden ist es auf Twitter gelandet, mit Tag und allem drum und dran. Und dann habe ich mich schon sehr, sehr schlecht gefühlt. Und das sind so die YouTube-Geschichten, die man hat. Also ich habe mit YouTube grundsätzlich nur schlechte Erfahrungen machen müssen. Okay. Ich die Kommentarkultur auf YouTube finde ich terrible. Also ich lese auch keine Kommentare auf YouTube. Das ist eine bewusste Entscheidung, weil da sowieso nur Rotz bei rumkommt. Ich bin der absolut festen Überzeugung, dass man sich auf YouTube der Anonymität noch sicherer ist als auf Twitch. Ja, und man hat keine direkte Möglichkeit, das Ganze in irgendeiner Form rauszufiltern. Mir kommt YouTube auch dümmer vor. Ich glaube wirklich, dass die allgemeine Zielgruppe von YouTube nicht auf der Höhe ist von Twitch. Das ist so eine subjektive Empfindung, zumindest was mein Publikum betrifft. Ich weiß, was du meinst. Es ist eine andere Kultur auf YouTube, finde ich auch. Also früher fand ich das noch, keine Ahnung, damals, als wir YouTube geschaut haben, so dieses Oldschool-YouTube, das war halt keine Ahnung, ey, das war halt alles was ganz anders. Ey. Ich habe, glaube ich, die ersten Momente von YouTube miterlebt. Das meine ich wirklich ernst. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und das war halt was ganz, ganz anderes so, ja. Und ich weiß noch, wie ich da, wir hatten das mal so im Talk im Vorfeld. Ich weiß noch, wie ich da mal irgendwie Paragliding-Videos mit Josef Bolz hochgeladen habe und in irgendwelchen Stromleitungen hing, ja. Gibt's die noch? Die Videos, das wäre eine gute Frage. Müsste man mal suchen. Ich weiß gar nicht, auf welchen Account wir die damals hochgeladen haben. Aber ich glaube doch, ja, vielleicht schon, ja. Ja, und das war halt eine andere Zeit. Das war halt eine andere Zeit, definitiv. Ja, ich bin auch der Meinung, Longboard-Tour, Minecraft-Let's Plays, das waren noch die schönen Zeiten. Mittlerweile ist das alles
Sehr, sehr viel Dümmer geworden. Longboard-Tour und Minecraft-Let's Plays waren noch die schönen Zeiten, okay. Jakob ist wieder zurück. Ja. Erstmal vielen Dank an dieser Stelle Anyplay für 420 Spitz. Danke dir für den Support. Jakob, ja? Willkommen zurück. Willkommen zurück. Hast du rausgefunden, an was es liegt? Wir hören dich nicht. Wir hören dich nicht. Nee, leider noch nicht. Wir hören immer noch nichts. Das kann immer an der Live-Sendung passieren, Leute. Das ist alles live hier. Karl hat es eben gesagt, hier passiert alles live, ja. Das ist live und das passiert in der Live-Sendung, aber mein Gott, Leute, wir haben... Ist natürlich scheiße, wenn man vorher auf dicke Hose macht und sagt, andere Streamer sind nicht vorbereitet. Bei mir läuft der Stream wenigstens 4,5 Stunden durch, Bruder. Bei dir läuft der 4,5 Stunden durch. Vorbereitet? Wer ist vorbereitet? Übrigens, an euch hier Podcast-Hampelmänner, ne? Man kann auch im Vorhinein einen Test machen, ne? Man kann die auch mal 10 Minuten vorher einladen und mal gucken, ob die Leitung auch steht, ne? Meinst du uns? Das ist unprofessionell. Pascal, hol mich hier raus. Hör mal, hier, hast du gehört, Toni? Das muss man im Vorfeld machen, ja? Was willst du noch? Wir haben die ganze Nacht getestet, ja? Wie viel krieg ich? 4 glatt? Nee, dann bleib ich noch. Okay, dann müssen wir hier durch. Wir hören dich immer noch nicht, Jakob. 5 glatt, 5. Wir legen noch einen Tausender oben drauf, Karl, Mann. Taui. Nee, immer noch nicht. Also ich sehe deine Lippen bewegen. Jetzt ist er weg. Jetzt kommt er wieder, warte mal. Ich bin ja froh, dass Karl keine Podcasts in Zukunft machen will. Nee. Das ist richtig. Wir hören noch nichts. Würde ich auch nicht machen. Jakob. Jetzt, ja. Warte. Da ja. Oh. Jetzt, Jakob, nicht mehr bewegen, nichts anfassen. Nichts anfassen, ja. Einfach nur sitzen bleiben. Einfach nur sitzen bleiben, ja. So. Und Genso, vielen Dank auch für die 100 Bits von dir. Vielen Dank dafür, Mann. Ja, dann können wir ja weitermachen im Programm und hoffen, dass alles steht. Wir haben im Vorhinein alles getestet tatsächlich, ausgiebig, aber in der Live-Sendung, naja, kann auch mal sowas passieren. Ja. Ja. Ja, wir haben uns über YouTube eben unterhalten und Karl hat auch ein bisschen erzählt, wie er YouTube sieht. Ist Schmutz, hat er gesagt, ja. Und er referiert Twitch, das ist seine Heimat. Und ja, aber trotzdem die Frage an Karl. Du warst trotzdem mal auf YouTube aktiv. Hattest du denn schon mal Kontakt mit dem Content-ID-System und hast du da gute oder schlechte Erfahrungen gemacht? Naja, regelmäßig, ne? Also das liegt halt auch in der Würze der Suppe. Wenn man Content klaut und Reaction-Videos macht und die hochgeladen werden, dann werden die weggestrikt, ne? Also alles, was in irgendeiner Form mit Funk zu tun hat, wird abgeholt. Monte, Marcel, du hast schon 2 Videos entmonetarisiert von mir. Oder kriegst die Einnahmen davon, ne? Aber das ist auf Ehrenbruderbasis, das ist vollkommen in Ordnung. Die 5 Euro sind dir gegönnt. und ja, ich meine, oftmals ist es so, dass das Content-ID-System auf einem Level strikt, wo ich sage, okay, ist das gerechtmäßig? Ja, kann man drüber diskutieren. Aber ich persönlich beschwere mich da nicht drüber, weil mein Content basiert auf dem Fundament von anderer Leutes Content. Von daher beschwere ich mich da nicht. Ich finde das schon in Ordnung. Und Jakob, du bist ja eher, also du bist auf YouTube unterwegs. Hattest du schon mal Probleme mit dem Content-ID-System? Also, jein. Ich habe bisher 3 Urheberrechtsverletzungen gehabt. Ich mache aber auch schon seit ich 10 bin YouTube. Und ja, die wurden aber sofort erkannt. Also es wird ja oft gesagt, dass das ID-System nicht gut genug wäre. Bei mir ist da bisher noch nichts gewesen, dass ich das behaupten kann. Also da war bisher alles, sage ich mal, super. Jetzt nicht von meiner Seite, aber vom ID-System. Okay. Ja, finde ich jetzt ein bisschen spannend. Beide sagen auch irgendwie, eigentlich ist da noch nicht was los. Wenn man so wenn man gerade so den medialen Aufschrei auch verfolgt, da wird ja auch immer dieser Content-ID-Systemfilter erwähnt und gesagt, dass der schon nicht richtig funktioniert. Das tut er ja auch nicht. Also da habe ich statistische Grundlage, dass von 100 automatisch, es geht ja nicht um die manuellen Tracks, sondern es geht um die automatisch gefilterten Inhalte, davon sind 99 von 100 im Nachhinein, nach der manuellen Prüfung, ungerechtmäßig. Also das Content-ID-System in der derzeitigen Form funktioniert nicht ohne Kollateralschaden. Das ist schon Fakt. Ja. Aber es ist dennoch nicht so dramatisch, wie man den Anschein haben könnte, wenn man
der Urheberrechtsreform-Diskussion gefolgt hat. Also ja, das System ist fehlerhaft, aber jedes automatisierte System ist fehlerhaft. Absolut. Dinge. Automatisierte Prozesse sind immer fehlerhaft und auch zu sehr, sehr hohen prozentualen Anteilen fehlerhaft. Aber ich glaube, in diese Sparte werden wir im Verlauf des Gesprächs nochmal kommen. Ne? Sind absolut. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter zu Karl, also wir bleiben bei Karl. Karl, glaubst du, dass zukünftig oder glaubst du, dass Rechteinhaber ja aktuell, Rechteinhaber aktuell finanzielle Einbußen durch Plattformen wie YouTube erleiden? Ja, selbstverständlich. Also das steht komplett außer Frage, dass da finanzielle Einbußen passieren. Ich meine, wenn man jetzt Filmemacher ist zum Beispiel, ja, ja. Man ist bei VG Bildkunst, VG Wort oder was auch immer eingetragen, dann ist das anders als bei der GEMA, die einen ausgehandelten Deal mit YouTube haben, so, dass wenn da Werke von einem selbst hochgeladen werden, du auf das Notice und Takedown angewiesen bist. Also du musst es selbst, du musst selbst sehen, dass dort ein Urheberverstoß stattfindet und dann musst du den melden und dann wird das runtergenommen. Und in dieser Zeit, weil du diese Zeit auch als Künstler nicht hast, die ganze Zeit zu recherchieren, ob denn gegen das Recht verstoßen wird, aufgrund dieser Tatsache kommt es zu Urheberrechtsverstößen, die dann auch finanzielle Einbußen bedeuten. Weil wenn ich einen Film kostenlos irgendwo im Internet bekomme, dann muss ich den, oder auf YouTube bekomme von kleinen Künstlern, dann muss ich den nicht finanziell unterstützen. Ebenso, was dieser ganze Reaction-Content angeht. Ich meine, das ist sehr, sehr vielen gar nicht bewusst, aber Reaction-Content ist laut geltendem Recht illegal. Also das darf man nicht. Das ist egal wie, das ist nicht wie in Amerika, das ist irgendwie auf Fair Use oder künstlerische Freiheit oder Zitatrecht oder sonst. Man zeigt ein ganzes Werk und blabbert darüber. Und das ist völlig egal, ob ich da 40, 50, 60 Minuten drüber blabber. Es ist immer noch das Werk in Gänze und das ist illegal. Und das machen sehr, sehr viele. Das machen sehr, sehr viele sehr erfolgreich. Und das sind finanzielle Einbußen für den eigentlichen Ersteller des Inhalts. Das ist in Amerika ein Problem. Das ist mittlerweile in Deutschland ein Problem. Und genau aus dem Grund wäre ja eine Urheberrechtsreform auch dringend notwendig gewesen. Zwar in anderer Form, also um das direkt klarzustellen, ich bin gegen die aktuelle Richtlinie. Und habe auch dagegen protestiert. Allerdings ist eine Reform des Urheberrechts absolut notwendig, weil das Internet hat sich seit den 80er Jahren massiv entwickelt. Und während sich das Internet entwickelt hat, haben sich die Rechtsgrundlage dieses Internets nicht entwickelt, gerade in Bezug auf Urheberrecht. Und da muss dynamisch angepasst werden. Und unterm Strich ist das eine vertane Chance, nichts anderes. Siehst du das genauso, Jakob, oder hast du da eine andere Meinung? Kann man so sagen, ja. Also, da gibt es, glaube ich, auch nicht mehr zu sagen. Okay, dann können wir, Carlo hast schon... Also, ich möchte einklingen, ich glaube auch in dieser ganzen Debatte, wenn man immer von Content-Creatoren rede, man muss das ein bisschen differenzieren, das hat Karl eigentlich schon gemacht. Es gibt auf der einen Seite viele, viele ja auch Content-Creator oder wie man heutzutage so schön sagt, YouTuber, die auf die Barrikaden gehen und eskalieren und sagen, so geht das nicht, wir haben das in Zukunft, ist es schwieriger und bla bla bla, ja. Auf der anderen Seite gibt es halt viele Leute, die auch Kollegen, die ich kenne, da kann ich wirklich Kollegen sagen, Filmproduzenten, die sagen, nein, wir wollen das, weil es wird so viel Filmmaterial von uns verwendet. Und da kenne ich einige, die sagen, es wird einfach unser Filmmaterial genommen und nicht wie im Zitatrecht irgendwie verwendet, so wie das Zitatrecht das regelt, sondern einfach wirklich, du guckst dir ein Video an und wir werden da einfach zwischengeballert, so, ja. Und das passiert einfach millionenfach, sagen die. Und die wollen das. Also es gibt halt einfach verschiedene Ansichten. Wir reden die ganze Zeit, wenn es um YouTube geht, oder wir bekommen die ganze Zeit in dieser YouTube-Debatte halt natürlich auch immer die Thematik mit der YouTuber, die wir heute so kennen. Aber ich finde, was man selten hört, sind halt auch die Filmemacher, ja, die Produzenten. Und natürlich befassen die sich vielleicht nicht eins zu eins inhaltlich gerade damit. Was meint der YouTuber da? Was ist sein Problem so? Ja, die wollen ihr Ding, die wollen ihr Recht durchsetzen, ja. Da geht es halt um viel Kohle, um Business, so, ja, ganz einfach. Die sehen das sehr trocken, so, und darum feiern die das natürlich erstmal, wenn das gesetzlich jetzt irgendwie geregelt wird. Ja, vielleicht dann die Frage an die beiden, angefangen mit Jakob. Was glaubt ihr denn, wäre ein faires Mittel, die Rechteinhaber in Zukunft zu schützen? Das, denke ich, ist sehr schwer zu sagen, weil, um das zu wissen, müsste man einfach mal alle Parteien zusammensetzen,
und ja, einfach alle Ansichten zusammenbringen und da eine faire Lösung versuchen zu finden, die keine oder halt wenige Nachteile birgt, was halt komplett ohne Nachteile nicht funktioniert, weil es einfach verdammt viele Meinungen sind. Ja, und auf eine perfekte Lösung kommt man, also eine nahezu perfekte Lösung kommt man, aber denke ich, zumindest definitiv auf eine bessere als jetzt. Das ist aber keine Antwort. Weil, und das ist auch ein sehr, sehr großes Problem bei sehr, sehr vielen Kritikern. Und das ist auch einer der Punkte, warum ich gesagt habe, dass diese komplette Demonstrationswelle, die primär ja von YouTube gesteuert war, wir auf Twitch haben das ein bisschen anders gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber uns wurde ja vorgeworfen, dass wir uns gar nicht engagieren, weil keine YouTube-Videos von uns kommen. Ja, so fucking what, wir sind Twitch-Streamer. Es wird zwar kritisiert und es wird gesagt, das ist scheiße, aber gelesen wird nicht. Es wird sich nicht informiert. Und es wird vor allem auch nicht gesagt, was denn konkret besser gemacht werden könnte. Weil unterm Strich sind sich alle einig, dass eine Urheberrechtsreform absolut notwendig ist. Unterm Strich sind sich alle einig, dass Plattformen haftbar gemacht werden müssen. Nun, nichts anderes sagt Artikel 13. Ja, der böse Artikel 13 oder respektive 17. Aber fucking niemand sagt, was denn gemacht werden könnte. Mhm. Und das ist ein Punkt, den Axel Voss zum Beispiel, und bei Gott, ich sympathisiere nicht mit diesem Mann, aber ultra viele stehen vor Axel Voss, bekommen als Antwort, ja, aber dann sagen sie uns doch, wie es besser geht. Und dann kommt aber die Memes. Ja, haltet doch die Fresse, beschäftigt euch erst damit und sagt, wie man das hätte besser machen können. Oder geht auf eine Schiene, zum Beispiel das Lizenzierungsverfahren, was übrigens auch in Artikel 13.4 Absatz B, glaube ich, definiert worden ist. Zwar sehr, sehr vage, aber es wird zumindest angesprochen als eines der Punkte, wie man da urheberrechtlich aus der Verantwortung gezogen werden könnte als Plattform. Da wird aber kein konkreter Vorschlag gemacht. Und ich denke, da muss man sich im Vorfeld besser informieren, bevor man in den Mikrofon blubbert. Das Lizenzierungsverfahren in dieser Form könnte sehr, sehr viele Grauzonen definieren, weil im Endeffekt geht es doch im Urheberrecht nur darum, wo kein Kläger, da kein Richter. Filmemacher beschweren sich, dass ihre Inhalte genutzt werden, YouTuber beschweren sich, dass ihr Content genutzt wird, aber es gibt keine rechtliche Grundlage, mit der sie handeln könnten. Es gibt dieses Content-ID-System, was von einer amerikanischen Firma auf YouTube von Google aus zentral gesteuert wird und da kann man dann irgendwie sagen, ja, ich möchte da, das ist meins, nimm das runter. Ja gut, herzlichen Glückwunsch. Das ist aber keine rechtliche Grundlage, erst rechtlich in Europa und schon gar nicht in der Bundesrepublik Deutschland. Und da ist der Punkt, wo man politisch angreifen muss. Genau da ist der Punkt, wo man sagen muss, okay, wir stellen uns hin und sagen, und Jakob, das hast du auch gemacht, wir sind doch die Experten. Wir nutzen doch das Internet. Ich stelle die These auf, fucking Experte ist absolut niemand von denen, die sagen, die sind Experten. Weil um Experte zu sein, muss man wissen, was passiert, wie es gehandhabt wird und wie man das in Zukunft besser regulieren könnte. Und das geht nicht, indem man sagt, ja, keine Ahnung, wie das geht, eine perfekte Lösung gibt es nicht. Da muss man am Prozess der Entscheidungsfindung beteiligt sein. Und man muss sich vor allem aktiv daran beteiligen. Man muss sich aktiv darüber Gedanken machen, was passiert derzeit, was möchte ich in Zukunft verhindern, und zwar, dass Urheberrechte verstoßen werden im ganz großen Stil und dass damit monetarisiert Geld gemacht wird. Und wie kann ich verhindern, dass es in Zukunft nicht passiert, mit einer Lösung, die Sinn ergibt? Und zwar für beide Parteien. Also, was ich halt bisher mitbekommen habe, ist, dass es schon einige Lösungen gibt, gerade von Julia Reda zum Beispiel. Auch von der Partei CDU selber. Nur werden die gefühlt komplett ignoriert. Und ich finde, man hätte einfach von Anfang an rangehen müssen und wirklich alle Meinungen einholen müssen, statt das Versuchen im Hintergrund durchzuziehen. Also, Schwachsinn. Julia Reda hat keinen, weder Julia Reda noch die Partei hat in irgendeiner, noch die Piraten, haben in irgendeiner Form einen geltbar machenden Vorschlag gebracht. Niemand. Das Einzige, die konkreteste Aussage, die du von der Gegenpart auf politischer Ebene bekommen hast, ist, dass die aktuelle Richtlinie technisch nicht umsetzbar ist. Und der einzig konkrete Vorschlag kam nicht von einem Politiker, sondern von Christian Solmecke. Der hat dieses Lizenzierungsprogramm vorgestellt. Und dieses Lizenzierungsprogramm wurde dann im Nachhinein politisiert und instrumentalisiert und als eigene Idee verkauft, was nicht der Fall ist, weil dann hätte man das äußern können. Das ist eines der Kernpunkte dieser ganzen Protestaktion und dieser Demonstrationswelle. Es gab einfach von der Opposition keinen geltbar machenden Gegenvorschlag. Ja, ich habe auch mitbekommen oder ich habe gelesen, dass
der Versuch eines Vorschlages von der CDU, der dann jetzt nochmal eingebracht wurde. Hier geht es natürlich auch, man darf eins nicht vergessen, ich habe immer wieder in den letzten Sendungen kritisiert, hier geht es auch massiv mittlerweile um Wahlkampf. Wir dürfen nicht vergessen, die EU-Wahlen stehen an, das wissen die natürlich. Da wird jetzt Wahlkampf betrieben. Die CDU hat in der Tat irgendwie einen sehr undurchsichtigen Vorschlag, der bis heute aber auch noch nicht wirklich vorliegt, gemacht, aber der war kopiert, das wissen wir mittlerweile wirklich, von der S&D, nämlich von Timo Wölken. Der hatte den damals versucht einzubringen und der wurde abgelehnt. Also das haben wir auch nochmal so mitbekommen. Aber grundsätzlich gibt es halt wirklich, also ich bin da, es stimmt, wir hatten das auch hier im Gespräch mit Christian Solmecke, der einzige Vorschlag, der wirklich vorlag, also eine Idee, wie man es vielleicht machen könnte, kam halt in der Tat von Christian Solmecke und das wurde dann nachher auch noch politisch instrumentalisiert. Also das stimmt schon. Bevor wir auf die nächste Frage gehen, Daniel, vielleicht nochmal an die Leute im Chat. Ausrufezeichen Fragen, wenn ihr Fragen an die zwei habt, an Jakob und an Karl, dann gerne Ausrufezeichen Fragen und in den Discord kommen. Es sind auch schon zwei Fragen da. Vielen, vielen Dank dafür. Wir erwähnen das auch immer, egal welcher Gast da ist. Wir möchten natürlich trotzdem auch im Chat einen respektvollen Umgang. Daher vielen Dank, dass ihr auch mitdiskutiert. Und ja, ansonsten haben wir die Mods, die sind auch da. Ja, so sieht das. Also ich will nochmal vielleicht sagen, was Karl da eben gesagt hat, so ein Stück weit aufgreifen. Ich habe mit einem Filmproduzenten gesprochen, der hat gesagt, ich kann mich halt einfach auch nicht dahinsetzen und das Karl hatte das mit dem Content-ID-System-Filter eben gesagt und du kannst das dann rauskleben. Ich habe einfach nicht die Zeit, mich auch dahinzusetzen und anzufangen, meine Werke zu suchen und die dann rauszuclaimen. Wer bezahlt mir diese Arbeitszeit? Ja, das geht halt einfach nicht, weil das war ein Argument an die Filmemacher, macht es doch und claimt die raus. Ja, das ist ja, hier geht's, Zeit ist Geld, ne? Und die Männer produzieren. Das muss man einfach mal sagen. Das funktioniert nicht. Meine Frage an Jakob. Jakob, du hast einen YouTube-Kanal, haben wir heute herausgehört. Was stört dich denn genau im Detail an der aktuell vorliegenden EU-Urheberrechtsreform? Also ich sehe halt das Risiko oder halt die Folgen, dass einfach mir und den nachfolgenden Generationen damit halt ein Stück von der Zukunft einfach verbaut wird, weil einfach viele Entwicklungsmöglichkeiten da, die im Internet einfach vorhanden sind, komplett eingeschränkt werden könnten. Wie denn? Indem, wie gesagt, die Upload-Filter dafür sorgen, dass halt gewisser Content nicht mehr online kommt. Da kommt man auch später nochmal zu sprechen. Also ich meinst weiß. Du Urheberrechtsverstöße? Ganz genau. Also es geht nicht darum, es geht darum, dass Artikel 13 das so, also Artikel 13 so umgesetzt werden müsste, dass alles am Videomaterial gefiltert werden müsste. Und das ist einfach aktuell nicht möglich. Hast du Artikel 13 mal gelesen? Das ist eine dumme Frage. Okay, was sagt denn Artikel 13? Artikel 13 sagt, dass die Plattformen für die dass YouTube unter anderem, also dass die Plattformen dafür haften, wenn Urheberrechtsverletzungen im Raum liegen. Und was da ein Punkt ist, also erstmal Urheberrecht verdammt wichtig, da sind viele richtige Punkte in Artikel 13 drin, aber der Riesenpunkt, der einfach stört, sind die Upload-Filter. Da wird natürlich gesagt, ja, ist er nicht drin, aber es ist beschrieben. Ist nicht beschrieben, pass auf, ich versuche das mal zu erklären, ja, weil das ist auch ein Punkt, den du Axel Voss angebracht hast und für den du derzeit hart gefeiert wirst und wo ich mir denke, Bruder, das ist peinlich. Artikel 13 besagt, und nichts anderes wurde auch bei Umfragen gefragt, ob denn Plattformen für Urheberrechtsverstöße haftbar gemacht werden können. So, und Artikel 13 definiert, unter welchen Umständen sie haftbar gemacht werden können und welche Schritte eingeleitet werden müssen, um die Plattform eben nicht in die Haftung nehmen zu müssen. Und da gibt es in Artikel 13 4 A, B, C 3 Dinge, die man als Plattformbetreiber machen kann, ja, die dazu führen, dass man eben nicht in die Haftung gezogen wird. Und das ist A, eine Lizenzierung, die allerdings nicht geht, weil zu vage. Dort wird nicht gesagt, was lizenziert werden muss. Ja, das ist die vertane Chance an dieser Urheberrechtsreform. Das ist per se nicht scheiße. Ein Lizenzsystem wäre gut. Es ist nur leider innerhalb dieser Richtlinie nicht klar definiert und dadurch rechtlich nicht umsetzbar. B besagt dann, dass das Ganze im Vorhinein geprüft werden müsste, und zwar automatisiert.
da ist der böse Uploadfilter im Spiel. Und das Problem ist auch nicht, dass auf YouTube in irgendeiner Form dann Dinge gefiltert werden, weil das Content-ID-System von YouTube ist derzeit das absolut technisch Beste, was in irgendeiner Form auf dem Markt ist. Und es ist sehr, 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 sehr realistisch, und das sagen alle Experten, dass das Content-ID-System von YouTube absolut ausreichend ist, um diesen Filter zu erfüllen. Ja? Und C besagt, und da benötigt es dann auch sowas wie einen Blueprint, wenn dieser Blueprint nicht vorhanden ist, also wenn du als Rechteinhaber dein Werk nicht einreichst in dieses Filtersystem, dann ist Notice and Takedown. Und Notice and Takedown funktioniert ja heute auch noch. Ja? Das bedeutet also, Artikel 13 heißt nicht, da kommt ein Filter, der Meinungsfreiheit filtert und der verhindert, dass irgendwelche Videos hochgeladen werden können. Informiert, wenn man da wirklich mal reinschaut, definiert das einfach nur, wann können Plattformen haftbar gemacht werden und sollten sie überhaupt haftbar gemacht werden. Und ich glaube, da sind sich alle einig, und da solltest auch du dir einig sein, dass große Konzerne wie Amazon, Google etc. pp. Durchaus für Urheberrechtsverstöße haftbar gemacht werden können. Denn das Ding ist, es definiert ja auch im Großen und Ganzen, wer überhaupt dafür haftbar gemacht werden kann. Also welche Plattformen da überhaupt in Frage kommen. Und auch das ist zu vage. Das heißt also, die eigentliche Kritik ist nicht der Inhalt, sondern die vage Formulierung. Und auf das wird verzichtet, hinzuweisen. Es wird immer gesagt, das ist scheiße und es funktioniert nicht und es ist eine blöde Reform. Aber es wird nicht gesagt, warum es eine blöde Reform ist. Nämlich nicht, weil der Inhalt an sich Schwachsinn ist, sondern weil die Formulierung zu vage. Vertane Chance und nicht bescheuerte Herangehensweise. Siehst du das auch so, Jakob? Ja, kann man so sagen. Also es ist halt meiner Meinung nach immer noch so, dass Artikel 13, wie gesagt, Uploadfilter oder etwas in der Art mit sich zieht, wohingegen ich aber denke, dass man das Content-ID-System einfach nur verbessern müsste. Und YouTube wird ja auch nicht sagen, okay, wir lassen das Content-ID-System so, wie es jetzt ist, denn so, wie es jetzt ist, reicht es einfach nicht aus. Das ist, wer sagt das? Das reicht nicht aus. Es ist, warum? Nicht wirklich. Es sind immer noch so viele Urheberrechtsverletzungen vorhanden. Es wäre ein Riesen-Minusgeschäft, immer noch. Wer sagt denn, dass das nicht ausreicht? Wo hast du denn diese Informationen? Es ist einfach Fakt, allein wie viele Leute... Nee, allein auf mit Fakt, Leute. Hör mir auf mit Fakt. Fakt bedeutet, du hast eine im besten Fall Metastudie, die das Ganze wissenschaftlich belegt. Dann kannst du von Fakt reden. Allein wie viele Leute einfach schon selber berichtet haben, ey, ja, da funktioniert was nicht. Das ist ein Riesending. Oder dass man von Filmproduzenten hört, okay, unsere Sachen werden entweder gar nicht gefunden oder die werden gefunden, aber es wird nicht automatisch geblockt, obwohl man das eventuell hätte einstellen können. Das ist halt genau das Ding. Es sind ja einfach viele Leute, die selber davon Erfahrungen haben. Und YouTube sagt ja selber, dass es nicht komplett perfekt ist, aber es ist schon mal richtig, richtig gut. Es muss eben verbessert werden. Okay, das heißt also, du bist gegen Artikel 13, aber für eine Verbesserung oder Verschärfung des Content-ID-Systems? Ich bin dafür, dass Urheber eindeutig besser geschützt werden, allerdings in einer Form, dass darunter die Meinungsfreiheit nicht so viel, sag ich mal, leidet oder halt auch einfach die Freiheit im Internet nicht so viel darunter leidet, wie es aktuell in Artikel 13 als Folge da wäre. Karl, darf ich einmal dazwischen kommen? Natürlich. Lass uns gleich nochmal über die Meinungsfreiheit reden, okay? Und ob da was eingeschränkt, okay? Ich habe eine Frage an dich, Karl, sehr explizit. Glaubst du, dass die Urheberrechtsreform, so wie sie jetzt gerade vermutlich dann durchwaggelt, ja, und dann von den Agrarministern nochmal durchgewunken wird und dann ist die Nummer wahrscheinlich geritzt. Und dann wird natürlich definiert, was da entsteht. Aber glaubst du, dass die aktuell vorliegende Fassung, Karl, dich als Content Creator auf Twitch einschränken wird? Nö. Ich glaube, das Einzige, was eingeschränkt werden könnte, ist die VOD-Funktion auf Twitch. Wenn man sich die komplette Urheberrechtsreform anguckt, das habe ich gemacht, dann wird über Livestreaming nicht wirklich gesprochen. Das ist korrekt, das heißt, es ist wieder sehr, sehr vage. Es ist super vage. Es ist einfach viel zu vage. Und das ist auch der einzige Kritikpunkt, den ich an dieser ganzen Urheberrechtsreform oder an dieser Richtlinie habe, dass es einfach nicht klar definiert ist. Und man kann es auch nicht klar definieren, weil einfach das grundsätzliche Fundament, um irgendetwas im Bereich Livestreaming zu regulieren, liegt nicht vor. Und das sagen alle, die sich damit auskennen.
Ja, ich meine, wir hatten die letzten Tage, haben wir irgendwelche Schwachsinnsartikel von Twitch-CEO kündigt an, eine Mauer über Europa zu bauen. Ja, ruhig, ja, nicht ausrasten, alles cool. Und das ist einfach Unsinn. Das wurde so in dieser Form nicht gesagt. Das wurde in der Town Hall als eventuelle Worst-Case-Szenario mal das in einem Nebensatz erwähnt, aber es wurde nie wirklich gesagt, hallo, ich bin der Twitch-CEO, ich baue jetzt eine Mauer und ihr seid alle gebumst. Das wurde nie gesagt. Es wird aber so instrumentalisiert. Warum? Weil es Klicks bringt. Die ganzen Kinder informieren sich nicht darüber, die wollen einfach nur polarisiert irgendeine Meinung übernehmen und dann auf die Straße und rausblubbern und Klicks damit machen. Und das wird medial ausgenutzt. Ich persönlich glaube nicht, dass ich in irgendeiner Form eingeschränkt werde. Das Einzige, was passieren könnte, wäre, dass das VOD-System ähnlich wie auf YouTube mit einem Content-ID-System versehen werden muss. Und dass dann da eventuell irgendwelche Dinge im Nachhinein nicht mehr abrufbar sind. Aber das sind sie auch jetzt nicht, weil... Ja, okay. Ja, also wir hatten das Gespräch auch so ein bisschen mit Christian Solmecke, und wir hatten die ähnliche Vermutung aufgestellt, die du hier gerade auch nochmal in den Raum gestellt hast, und er sieht das ähnlich. Also eine wirkliche Definition für Livestreaming-Content sieht er gerade nicht so wirklich, ist schwierig, und maximal müsste man vermutlich vielleicht auf die Speicherung der Daten verzichten. Klar wird bei einem Stream, keine Frage, wenn ich was hochlade, auch kurzfristig was gespeichert, aber genau das ist halt eben nicht definiert, ja. Die dauerhafte Speicherung könnte man wegfallen lassen über die VOD-Funktion, und dann könnte es vielleicht sein, aber das werden am Ende des Tages vielleicht auch Gerichte entscheiden müssen. Also ich glaube, bevor hier irgendwie irgendeiner Twitch zumacht, also das ist meine persönliche Meinung, wenn ich die mal spreaden darf, oder irgendwelche Bubbeln über Europa gezogen werden, denke ich, wird man da, wenn das wirklich so schwammig formuliert ist und wenn dann auch ein Christian Solmecke schon als Jurist anfängt zu spekulieren, kann ich mir vorstellen, dass auch Twitch zu einem Juristen greifen wird, ja, und dann mal vor dem EuGH anfängt zu spekulieren. Wir hatten ja auch Timo nochmal zu Gast. Wir hatten jetzt Timo zweimal zu Gast, der hat auch gesagt, Leute, bleibt erstmal locker. Da gibt es noch Chancen, und auch wenn das durchkommt, da wird teilweise viel zu heiß gekocht, ja. Daher mal abwarten. Natürlich, so in der jetzigen Form schwierig. Aber die sind ja auch noch dran. Ich hab eine Frage. Ich habe in letzter Zeit viel, und dann kommen wir zur nächsten Frage, ich habe viel auch YouTubern zugeschaut, die Content kreieren. Und ich habe dann auch in einem Interview gesehen, wie Revinzeit gesagt hat, er sieht selber kein Problem für sich mit dem ID-Systemfilter, weil er halt auf eigene Werke setzt, okay? Und hier wäre auch schon meine nächste Frage an beide. Wir können gerne mit Jakob anfangen. Wenn Content-Kreatoren auf YouTube zukünftig weiterhin auf eigene Werke setzen, also das, was sie dort zur Verfügung stellen und produziert haben, sie die Urheber dieses Werkes sind, wo entsteht da eurer Ansicht nach denn ein Konflikt mit der Urheberrechtsreform für diese Content-Producer? Da denke ich, ist das Problem, dass halt, wenn alles so kommt, dass es gefiltert werden muss, dass entweder die Sachen verspätet oder halt gar nicht online kommen. Und gerade wenn man jetzt, sagen wir mal, tagesaktuelle Sachen macht, kommen die Sachen einfach viel zu spät. Dann denke ich, ist es halt einfach aktuell von keinem System möglich, allein anhand der Prozessoren, die heutzutage vorhanden sind, hat auch schon Riese da in einem Video gesagt, dass es einfach nicht möglich ist, diese Masse zu filtern, dass halt YouTube sehr wahrscheinlich als Schlussfolgerung daraus zieht, dass einfach nur einige Leute, die wirklich schon eine Reichweite zum Beispiel haben, eine Upload-Berechtigung bekommen, wo YouTube auf jeden Fall sicher ist, die werden eigentlich keine Urheberrechtsverletzung begehen, damit YouTube da auf der sicheren Seite ist und da Verträge schließen. Aber es geht halt einfach nicht mit jedem einzelnen User, und deswegen denke ich, dass zum Beispiel kleine YouTuber wie ich und halt normale Nutzer da die Möglichkeit nicht mehr bekommen, erstmal. Aber glaubst du nicht, wir wissen ja noch nicht, wie dieses System aussieht, Jakob. Und ich glaube, da wird viel Angst auch gemacht, auch von YouTubern. Ist meine persönliche Meinung. Glaubst du nicht, wir brauchen doch auf der anderen Seite erstmal ein System, was überhaupt Daten abgleichen kann. Und wenn dieses System nicht gefüttert ist mit Daten, dann ist doch erstmal gar nichts zum Abgleichen da. Und warum sollte dann etwas zu spät online gehen? Weil irgendeiner muss diesen Apparat hier auch füttern. Und das war ja
auch schon eine Fragestellung, die Christian Solmecke sehr gut formuliert hat. Ja. Wer füttert diesen Apparat denn? Wer setzt sich denn dahin und füttert diesen Apparat? Und wenn der nicht gefüttert ist, hat der nicht zum Abgleichen und ja, dann entstehen vermutlich auch nicht wirklich Verzögerungen, weil es ist ja einfach nichts da, womit der arbeiten kann. Es ist, man weiß ja auch noch gar nicht, wie man es umsetzen soll, wenn dieses Ding überhaupt mal entsteht. Karl, wie siehst du das denn? Ich habe gerade ein bisschen Schulterschmerzen gekriegt. Nein. Finger weg von der Meinungsfreiheit. Auch kleinere YouTuber werden in Zukunft in der Lage sein, Videos hochladen zu dürfen. Ein Filtersystem, ja, und das ist auch in Artikel 13.4c klar definiert. Kann nur dann funktionieren, wenn es gefüttert wird. Ja, und das Problem liegt da eher bei der Lizenzvergabe und nicht bei der Befütterung des Uploadsfilters, weil ich gebe dir mal ein kurzes Beispiel, ja, wie das aussehen könnte. Derzeit ist es ja so, dass du auf YouTube ein Video hochlädst, ja, und da gibst du keine Rechte. Ist es korrekt? Du hast keine Rechtabgabe oder Rechtverweigerung. Das heißt also, ich kann dieses Video nehmen, kann darauf in einer Grauzone illegal reagieren und kann es bei mir hochladen. Richtig? Mhm. Richtig. So. Wenn du jetzt allerdings mit einem Haken anklicken könntest, das ist mein Video und ich habe die Rechte dafür und ich gebe diese Rechte nicht ab, dann könnte YouTube dieses Video in ein automatisiertes Content-ID-System implementieren, den Blueprint, und könnte dann automatisiert den Inhalt blocken, wenn er hochgeladen wird. Ja, das ist eine Lizenzvergabe. Du ergibst eine Erlaubnis zur Weiterverwendung oder eben nicht. Komplette Verweigerung. Und diese Definierbarkeit ist super wichtig. Diese Panikmache von sehr, sehr vielen Leuten, und man muss wirklich sagen, es wird sehr, 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 sehr stark von der Gegenseite instrumentalisiert, dass Lobbyisten unsere Meinung oder die Meinung der Politiker kaufen. Was macht denn Google? Ja. Google ist auch eine Lobby. Die haben finanzielles Interesse daran, dass das alles so bleibt, wie es ist. Und die haben vor allem finanzielles Interesse daran, dass sie nicht haftbar gemacht werden können. Weil indem sie sagen, Bruder, wir stellen nur die Upload-Fläche zur Verfügung, lass die Finger weg von uns, ja, dadurch haben die sehr, 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 sehr hohe Gewinne. Und die haben absolute Rechtssicherheit, weil sie nicht haftbar gemacht werden können. Und dieser wilde Westen, der soll beibehalten werden. Deswegen hat Google großes Interesse daran, dass es alles so bleibt, wie es ist. Und das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, dass sehr, sehr viele Menschen da blind hinterherrennen und dass sie sich keine Gedanken machen, warum überhaupt Google jetzt sagt, wir nehmen alles offline. Oder macht, es war im November, glaube ich, macht, wenn Artikel 13 durchkommt, nehmen wir YouTube offline. Das wurde dann immer wieder relativiert und je weiter man im Prozess und Vorgang gegangen ist, desto weiter wurde es relativiert. Und im Endeffekt sind wir so weit, dass die Leute sagen, ja lol, eigentlich wird nicht viel passieren. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil die Leute, die dagegen demonstrieren und gerade auch engagiert sind, junge, politisch mittlerweile engagierte Menschen, nehmen diese Parolen und verkaufen sie als bare Münze. Und dann hörst du so Dinge wie, kleine YouTuber werden stark eingeschränkt. Ist nicht der Fall, wird auch nicht der Fall werden. Es wird auch nicht so sein, dass nur noch RTL 2 auf YouTube Videos hochladen kann. Es wird auch nicht passieren, dass du keine YouTubes mehr hochladen darfst. Das wird nicht passieren. Apropos Bilder hochladen, Karl, und es wird auch immer sehr stark argumentiert, das nimmt mir nicht die Memes, ja. Wie seht ihr das? Fallen irgendwie die Memes und die Satiren durch die Urheberrechtsreform dann weg? Vielleicht angefangen bei Karl, machen wir bei Karl weiter und dann zu Jakob rüber. Sind die gefährdet? Nein. Gut, sie werden definiert werden. Weil auch Memes sind derzeit illegal. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber Memes sind derzeit illegal. Ist derzeit rechtlich nicht definiert. Und das ist ein weiterer Punkt, warum man vielleicht mal am Urheberrecht ein bisschen was definieren sollte und rechtlich absichern sollte. Und warum so eine Reform im Endeffekt doch Sinn ergeben hätte, wenn sie denn gut umgesetzt worden wäre. Ja, Memes sind derzeit illegal. Das heißt, wenn der Newstime sagt, Finger weg von meinen Memes, dann sollte er die derzeitige Situation ansprechen und nicht eine zukünftige. Weil in Zukunft haben wir das ganz, ganz große Privileg, dass Memes eben definiert werden könnten und damit rechtlich sicher verwendbar sind. Mhm. Siehst du das genauso, Jakob, oder hast du da eine andere Meinung zu? Also ich denke, dass Memes und Satire definitiv durch die Urheberrechtsreform, so wie es aktuell ist, wegfallen würden. Denn wenn Sachen gefiltert werden müssten, dann müsste dieser Filter oder halt dieses System
auch menschliche Eigenschaften haben, denn ich denke nicht, dass ein System jemals irgendwann zwischen Satire und halt Humor und so weiter unterscheiden kann und auch nicht mit dem Zitatrecht. Das wird, denke ich, nicht funktionieren. Da sitzen Personen hinter, die dasselbe programmieren, und ein System kann nicht in den Kopf von einem Menschen denken, in den Kopf eines Menschen gucken, der einfach einen lustigen Spruch raushaut oder halt einfach ein Videoausschnitt aus irgendeinem Video nimmt. Das kann ein Filter meiner Meinung nach einfach nicht erkennen. Meine Frage ist da, wir haben in Deutschland gerade eine Gesetzgebung, ja, da geht es ums Zitatrecht, solange etwas kürzer als eine Minute ist, glaube ich, und wenn es inhaltlich mit dem zu tun hat, worüber ich berichte, ja, und wenn ich es nicht im Vollbild zeige, dann fallen wir unter das Zitatrecht. Also warum glaubt ihr, also das im Zitatrecht funktioniert es ja eigentlich auch. Warum sollte man im Bereich Memes nicht was Ähnliches definieren können und das vielleicht durch Wasserzeichen, ja, in Zukunft weiterhin, also ich versuche das immer zu verstehen mit den Memes. Karl hat recht, Memes sind aktuell so, wie sie vorhanden sind, bewegen wir uns dort in einem rechtlichen Bereich, der ja eh schon illegal ist. Also Memes sind illegal, und das ist ja etwas, was mir in der Debatte wirklich fehlt. Also mir fehlt in dieser gesamten Debatte, muss ich dir ehrlich sagen, wo ich immer wieder höre, dass Leute über Memes reden. Das war das Erste, was ich zu Steffen gesagt habe. Ja, aber die reden doch über was Illegales. Das ist doch schon illegal, ja. Also man will was Illegales aufrechterhalten. Und meine Frage ist, nicht da, Karl hat es hier aber schon vorweggenommen, kann man das nicht eben in Zukunft vielleicht durch eine Urheberrechtsreform, also kann man das nicht juristisch auf feste Standbeine stellen und regeln? Wie auch immer das aussieht. Ich bin auch kein Programmierer und Developer. Ich bin da kein Fachmann für, bin ich ganz ehrlich. Aber vielleicht könnte man anhand eines Wasserzeichens, die man in einer Datenbank abgleicht, Memes eben doch weiterhin zur Verfügung stellen, die dann abgeglichen werden. Aber wenn halt ein Content-Creator, es gibt sehr viele Memes, zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir so, das Klassische ist doch diese SpongeBob-Nummer, ja. Wenn die natürlich nicht wollen, dass ihr SpongeBob da irgendwie durchs Internet segelt, ja, dann werden die sagen, nee, ist nicht. Und dann ist das ja auch ihr gutes Recht, das zu sagen. Also, meine Frage ist, ja, es ist ein bisschen schon beantwortet, glaube ich, von Karl. Kann man das zukünftig nicht einfach gesetzlich fundamentieren, dass man halt genau das verwenden kann und das vielleicht über ein Wasserzeichen, ein digitales Wasserzeichen halt auch über ein Filtersystem regeln, dass genau diese Memes zulässig sind? Wir fangen, wo willst du anfangen, Daniel? Karl, willst du nochmal, du hast schon ein bisschen was dazu gesagt, aber du hast schon was dazu gesagt, ja. Memes sind nicht in Gefahr. Absolut. ihr müsst euch keine Gedanken machen um eure Memes. Die sind derzeit illegal und die werden zukünftig rechtlich definiert sein. Und es wird nicht so sein, dass Memes illegal sind. Ich weiß auch nicht, wie ihr euch das vorstellt, dass ihr auf einmal hier in so einem scheiß Schwerverbrecher-Outfit mit Gucci-Kappe und Goldkette dann Memes ins Internet ladet und das Ganze versucht, irgendwie im Darknet zu verbreiten. Das ist völliger Unsinn. Das ist derzeit nicht rechtlich definiert. Das wird zukünftig rechtlich definiert werden und die Memes bleiben unangetastet. Jakob, glaubst du nicht, dass man das als Idee umsetzbar machen kann, dass es rechtlich, dass wir nicht mehr in der rechtlichen Grauzone oder dass wir nicht mehr illegal unterwegs sind, dass Memes einfach freigegeben werden durch ein Filtersystem, durch ein Wasserzeichen und dann ja einfach möglich, dass man darauf zurückgreifen kann, die gehen durch, man kann die posten und alles ist gut? Wäre natürlich eine gute Idee, aber ich denke, da schießt man sich selber ins Bein als Politiker, da einfach da das Problem ist, wenn man sagt, okay, wegen dem Zitatrecht auch gerade, ich finde erstens, Memes zählt immer noch unter das Zitatrecht, denn es ist einfach ein Foto und Zitate sind eben auch Bilder und Videos. Da denke ich, ist es halt einfach noch eine Grauzone und man schießt sich damit selber ins Bein, indem man dann eventuell damit rechnen muss, dass Leute quasi von einem Fernsehbericht zum Beispiel oder einer Sendung von RTL, dass man da quasi immer sagt, okay, eine Minute geht klar, aber dann sagt man als derjenige, der das Urheberrecht verletzt, dass er dann sagt, okay, dann splitte ich das eben ganz oft in 30 Sekunden auf und so weiter,
Und dann wären das immer noch Urheberrechtsverletzungen, nur halt, dass da vielleicht 2 Sekunden Platz zwischen sind. Okay, also ich will dir sagen, ich will dir auch als Content Creator sagen, nicht als Twitch Streamer oder so, sondern wirklich mit Ausbildungshintergrund. Ich möchte dir eins sagen. Ich kann dir versichern, Memes fallen nicht unter das Zitatrecht. Das hat aber auch Christian Solmecke hier gesagt, weil, pass mal auf, du musst nochmal drüber nachdenken. Es findet inhaltlich keine wirkliche Veränderung statt. Ein Meme ist ein Bild. Es wird nicht, also es gibt auch Veränderungen, aber grundsätzlich, die Grundform ist ja, du hast ein Bild von irgendetwas Bekanntem und da gibt's maximalen Text drauf, ja. Das ist keine inhaltliche Veränderung. Das Wichtige beim Zitatrecht ist ja schon, dass du das zugrunde legst, aber darüber berichtest und damit arbeitest mit diesem Content, daraus nochmal deinen eigenen Content kreierst. Und das findet bei einem Meme, ist ganz, ganz schwierig, ganz, ganz schwierig, findet bei einem Meme nicht wirklich statt. Deswegen würde ich schon sagen, oder möchte ich schon sagen, nee, ein Meme fällt nicht unter das Zitatrecht, weil wie gesagt, die Definition Zitatrecht, wenn man sich die nochmal anschaut, also wenn du die auch nochmal durchliest, da gibt es eine ganz klare Beschreibung auch im Gesetz, vom Gesetzgeber, wie das ungefähr aufgebaut ist, und es gibt auch mehrere Urteile darüber in Deutschland, wie das funktioniert. Ein berühmtes Urteil, hier mal als Beispiel, ein berühmtes Urteil hatten wir mit Christian Solmecke, ist Stefan Raab TV Total. Die Nippel, die er drückt und die dann eingeblendet werden. Er hat sich damit aufs Zitatrecht berufen. Das waren ja 3 oder 5 Sekunden Clips, wo dann der Fernseher drumherum gerendert wurde und dann, das war's, glaube ich, das war's. Und das fällt auch nicht unters Zitatrecht. Stefan Raab hat verloren in diesem Klageverfahren. Und diese Bildchen, die fallen da grundsätzlich auch, also aktuell, da muss man Karl einfach auch wirklich recht geben, aktuell ist es so, dass wir Memes sind aktuell rechtlich nicht zulässig. Gibt es tatsächlich auch noch eine Frage aus dem Discord? Wir haben so viele Fragen im Discord. Vielleicht könnt ihr zwei nach der Sendung nochmal durchgehen, und wenn persönliche Fragen an euch sind, da vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Ich werde, wenn ihr wollt, wenn ihr möchtet, ja, ihr müsst das nicht. Ich werde ein paar vorlesen, nämlich vom Albo an Karl direkt, weil das gerade so gut passt, auch zu Memes und Satire. Stimmt es, dass Bilder und GIFs zur Ausnahme gemacht wurden? Falls ja, inwiefern? Nein, wurden sie nicht. Auch Memes stehen insofern nicht in dieser Richtlinie drin. Also es ist, wie gesagt, diese Richtlinie ist ultra vage. Sehr, sehr viele Bereiche der Urheberrechtsverstöße sind nicht definiert. Über die wurde nicht nachgedacht. Und es wurde auch nicht diskutiert, inwiefern man das dann wirklich in Gesetz umwandeln könnte. Und genau aus dem Grund, aufgrund dieser Tatsache, dass es zu vage ist, wissen wir nicht, was passieren wird und wie es passieren wird. Ich kann nur garantieren, dass da Firmen im Spiel sind, die sehr, sehr hohes finanzielles Interesse daran haben, dass eben diese nicht definierten Bereiche, diese selbst laut Richtlinie immer noch vorhandenen Grauzonen, auf gar keinen Fall zu ihrem finanziellen Verlust ausgelegt werden, wenn es denn irgendwann zu einer rechtlichen, gesetzlichen Gestaltung kommt. Und diese ganze Meme-Geschichte ist, also es ist zum Meme geworden. Also ich persönlich habe mich jedes Mal köstlich amüsiert, wenn Herr Newstime Axel Voss ins Wort gebrochen ist mit erhobenem Finger und gesagt hat, aber was ist mit den Memes? Die einfachste Antwort wäre gewesen, halt doch mal deine dumme Fresse mit den scheiß Memes. Die sind derzeit illegal und wir versuchen mit dieser Urheberrechtsreform da was dran zu ändern. Und zwar sie rechtlich zu definieren. Das passiert zwar nicht, das ist zwar auch nicht passiert durch diese Richtlinie, weil einfach nicht darüber nachgedacht worden ist, aber es ist dringend notwendig, dass er reformiert wird, um das eben nicht mehr als illegal dastehen zu lassen, weil derzeit ist es einfach illegal und Memes sind auch nicht nur Bilder. Ich meine, ein Meme ist auch ein Videoausschnitt, ein Schnipsel, und es zählt auch nicht unter Zitatrecht oder sonst irgendwas. Es ist einfach nicht definiert derzeit. Wenn etwas nicht definiert ist, dann ist es erstmal illegal. Also mit dem Zitatrecht wollte ich so, ich habe es eben gesagt, dass meiner Meinung nach eben Bilder, so ist es auch definiert, dass die unter Zitate fallen, aber nicht unter das Zitatrecht. Da finde ich, müsste man das Zitatrecht einfach nochmal deutlich überarbeiten. Das ist ja auch genau das Ziel. Aber ich wollte es nur nochmal klarstellen. Mir ging es darum, dass halt Bilder und Videos, wie gesagt, unter Zitate fallen. Nein, es ist schön, ob dein Bauchgefühl sagt, dass das so sein könnte, und es ist auch schön, ob du eine Meinung hast, aber rein rechtlich gesehen gibt es sehr, sehr viele Präzedenzfälle, die genau das Gegenteil beweisen, und zwar große Präzedenzfälle. Das ist eben nicht unter das Zitatrecht fällt, und das ist auch nicht als Zitatrecht. Habe ich ja auch nicht gesagt. Ich habe ja gesagt, Bilder und Videos fallen unter Zitate, aber nicht unter das Zitatrecht. Das muss, wie gesagt, definiert werden, unter Zitate.
Naja, du hast eben gesagt, dass Memes doch und das Zitatrecht fallen. Das ist eine Aussage gewesen von dir. Und das wurde dann korrigiert. Fallen sollten. Dann habe ich mich da versprochen, aber was ich meinte, war wie gesagt, dass Bilder und Videos halt Zitate eben sind und unter das Zitatrecht bald mal fallen sollten. Das müsste man halt, wie gesagt, definieren. Und das wurde noch nicht gemacht. Aber das wäre ja vielleicht, und da möchte ich was sagen, vielleicht ist das ja im Zuge dieser Urheberrechtsreform, wo auf Länderebene dann ja nochmal diskutiert wird und definiert wird, vielleicht ist das ja, wir wissen ja noch gar nicht, was ist der Prozess nachher auch in der Bundesrepublik Deutschland und vielleicht, Jakob, passiert ja genau das. Vielleicht setzen die Politiker sich ja hin und definieren das dann für Deutschland, weil auf EU-Ebene wurde ja kein Gesetz beschlossen, sondern wurde ein Rahmenprogramm definiert und das mag an einigen Stellen so ein bisschen, versteht mich nicht falsch, also möchte mich da nochmal an die Eingangsrede von Karl anschließen. Auch ich bin kein Freund der aktuellen Formulierung. Wir brauchen eine Urheberrechtsreform. Die schwammige Formulierung macht es nicht einfach und ich habe auch immer wieder in allen Sendungen gesagt, diese schwammige Formulierung macht vielleicht auch diese Angst, beziehungsweise gibt Leuten, ich sage sogar ganz offen, Populisten die Möglichkeit, nämlich mit Angst Leute mit sich zu reißen, die einfach vielleicht nicht wirklich sich mit der Thematik auseinandergesetzt haben und das wird gerade wirklich massiv instrumentalisiert genutzt, das ist meine Meinung. Ein aktuelles Beispiel im Wahlkampf ist, ich meine, wann wurde diese Richtlinie beschlossen und durchgewunken? Wir alle haben das Datum im Kopf. Heute wurde auf Twitter veröffentlicht, dass sich die CDU noch nicht mit einer Ausformulierung der Richtlinie befasst hat. Mit dem großen Wahlspruch, da passiert noch nichts. Ja, herzlichen Glückwunsch, Bruder. Wir haben wirklich lange Zeit, um uns damit zu beschäftigen. 2 Jahre. Und es wird jetzt schon gesagt, Bruder, ihr macht noch nichts. Ihr seid Verbrecher. Das ist Wahlkampf, Kinder. Das ist fucking Wahlkampf. Mehr nicht. Ja. Man weiß, dass man eine junge demografische Gruppe genau mit diesem Thema abfangen kann. Und deshalb wird es instrumentalisiert. Und zwar von beiden Seiten. Das ist von beiden Seiten beschissen. Versteht mich nicht falsch. Auch die Pro-Urheberrechtsreform, die instrumentalisieren und das sind Populisten und die sind auch von Lobbyisten gesteuert und alles, was ihr sonst noch vom Kopf werfen wollt, das sind Strohmänner. Das ist mir scheißegal, wie ihr das nennt, aber es machen beide Seiten. Und das ist super wichtig zu begreifen innerhalb dieser ganzen Protestwelle. Ja. Und also, es ist vielleicht auch noch ganz, Entschuldigung, Steffen, es ist auch noch ein sehr probates Mittel, das muss man wissen. Ich habe letztens gesagt, wir reden nicht von jedem Tweet von jedem CDU-Politiker, aber grundsätzlich auch als politische Partei so ein bisschen einer Bewegung die kalte Schulter zu zeigen, ja, das ist halt auch der Effekt der Demotivierung. Da kommt eine junge Generation, die will etwas bewegen und als Partei packe ich die kalte Schulter aus. Es ist halt so, dass 50% der Leute vielleicht, das kann ich jetzt nicht in Zahlen fassen, aber ich probiere es, 50% der Leute vielleicht sagen, jetzt gehen wir auf die Barrikaden und jetzt gehen wir dagegen vor und die anderen 50%, wenn das Ding dann durchgewunken wird, so wie es in der EU jetzt gewesen ist, sagen dann, das ist ein demotivierendes Gefühl, die nehmen uns nicht ernst, da brauche ich auch nicht wählen gehen. So, ja? Also auch hier wird ganz oft, das kennt man aus vielen, auch beruflichen Ebenen, hier wird natürlich auch, ja, hier wird ein Mittel auch genutzt und das haben wir auch immer wieder so in Frage gestellt in unseren Sendungen, aber ein Stück weit auch definitiv gewollt. Und das ist auch Wahlkampf. Also, nicht wählen gehen vielleicht auch, da kommen wir nämlich auf die nächste Frage. Ja. Es wird immer davon geredet, dass die Urheberrechtsreform vielleicht auch die Meinungsfreiheit der Leute dann beschränkt. Ist das in euren Augen richtig oder falsch? Jakob, was denkst du darüber? Ist die Meinungsfreiheit durch die jetzige Reform dann beschränkt? Ich denke ja, weil durch Uploadfilter wäre es eben so, dass große Konzerne und Verlage eine marktbeherrschende Position bekommen und halt Einzelmeinungen untergehen. Wie es aktuell ist, ist es nämlich so, dass die Politik und die klassischen Medien wie das Fernsehen und die Zeitung einfach nicht alleine den Einfluss auf die Meinungsbildung haben. Und das ist wichtig, meiner Meinung nach, dass jeder auf YouTube zum Beispiel oder halt im Netz oder halt auch auf Twitter, dass da einfach viele Meinungen vorhanden sind. Und das ist meiner Meinung nach verdammt wichtig, dass man Zugang zu vielen Quellen hat, denn damit bildet man sich heutzutage. Und noch dazu denke ich, ist Artikel 13 eben genau deswegen auch eventuell ein offener Weg zur Zensur. Karl, wie siehst du das? Nein. Wenn deine Meinung auf Urheberrechtsverstößen basiert, dann ist es eine Meinung, die du anders äußern solltest, um sie dann hochzuladen.
Es besteht zwar die rein theoretische Chance, dass diese Upload-Filter mit Dingen befüttert werden, die in Richtung Meinungsbildung gehen, aber dann sprechen wir hier über nordkoreanische Verhältnisse, die rein mit dem Grundgesetz schon nicht vereinbar sind. Und Grundgesetzverstöße wird es auch auf EU-Ebene nicht geben, auf gar keinen Fall. Und du darfst weiter deine Meinung in ein Kondensatormikrofon blubbern und das auch hochladen. Und da wird auch nichts gefiltert werden. Sei denn, du verstößt auf Krampf gegen Urheberrechte. Das wäre jetzt auch meine Frage. Ich will das verstehen, Jakob. Meinungsfreiheit. Ich definiere Meinungsfreiheit, also ich habe eine Meinung und möchte die gerne nach außen tragen. Das heißt, lass mich mal ein Szenario an die Wand malen. Ich setze mich in, wie der Karl auf dem Flughafen, ja, setze mich dahin und präsentiere meine Meinung. Ich rede über eine Thematik, die mich bewegt und ich möchte Menschen darüber informieren, dass das vielleicht nicht korrekt ist, wie das läuft und vielleicht, okay, vielleicht muss ich auf die Einblendung eines Memes verzichten, eines Bildes, ja, oder was auch immer, aber ich kann doch mal, also ich versuche immer zu verstehen, wenn ich lese, meine Meinungsfreiheit wird eingeschränkt, aber wenn, wie Karl sagt, wenn meine Meinung natürlich auf urheberrechtlich geschütztem Content basiert, dann habe ich ein grundsätzliches Problem und muss mal drüber nachdenken. Aber wenn meine Meinung doch ist, dass ich gerne informieren möchte und reden möchte oder die Leute von etwas überzeugen möchte oder sagen, ey Leute, schaut euch das mal an, was genau, also was glaubst, also was, ich versuche dich zu verstehen, was glaubst du denn, was der Filter da wegfiltert? Warum sollte er dich denn wegfiltern, wenn du vor einer schwarzen Wand sitzt oder einer grünen oder einer gelben und deine Meinung kundtust und redest und Leute informierst? Was genau, das versuche ich zu verstehen. Was soll da gefiltert werden? Also das Ding ist, ich denke nicht, dass die Filter direkt dran schuld sind, sondern das Problem ist, dass die Filter im Weg stehen und dass deswegen, was ich eben schon gesagt habe, YouTube sagen wird, dass man eben nur, sag ich mal, den vertrauenswürdigen Nutzern, denen halt die Erlaubnis gibt, da auch was hochzuladen und dann auch natürlich eigene Meinung zu posten. Und wenn man dann sagt, okay, RTL sind auf jeden Fall vertrauenswürdig und die sofort natürlich hochladen können, weil die einfach viel mehr Arbeitspersonal haben, dann berichten die natürlich auch als erstes. Und das, was als erst berichtet wird, ist oft für viele Menschen auch genau das Richtige. Und das ist einfach verdammt schade. Und wie gesagt, ich denke halt, dass durch die Upload-Filter da YouTube auch eine Folge draus zieht. Glaubst du wirklich, dass ein Milliardenkonzern auf Milliarden verzichten wird? Inwiefern jetzt? Auf welche Milliarden? Okay, dir ist bewusst, dass Inhalte auf YouTube monetarisiert werden, korrekt? Ja, aber nicht alle. Das musst du bedenken. 20%, das sind nicht alle YouTube-Nutzer, die was monetarisieren können. Und es werden auch nicht alle Videos monetarisiert. Das ist garantiert auch nicht der Großteil. Das ist sehr, sehr richtig. Aber sehr, sehr viele Videos sind monetarisiert, korrekt? Und sehr, sehr viele von diesen monetarisierten Videos würden auch nicht unter die Definition großer Kanal fallen. Also RTL, RTL 2, wie auch immer da jetzt in der Vergangenheit argumentiert worden ist. Und diese zu blockieren oder diese einzuschränken innerhalb ihrer Meinungsfreiheit ist nicht der Fall. Das wird nicht passieren. Die werden nicht auf die Umsätze verzichten. Die werden nicht sagen, du darfst hier nichts hochladen. Das Schlimmste, die schlimmste Einschränkung, die vielleicht passieren könnte, wäre, dass du einen Haken setzen musst mit zur Weiterverwendung freigegeben. Oder wir treten die Rechte für die Inhalte ab. Oder sonst irgendein Lizenzierungsverfahren. Aber es wird nicht passieren, dass YouTube sagt, nur noch große Konzerne dürfen hier Videos hochladen, weil das ein Verlust wäre in Milliardenhöhe. Es wäre aber meiner Meinung nach auch ein riesen Minusgeschäft, wenn die sagen würden, okay, dann darf halt weiterhin jeder was hochladen, denn dann wären natürlich wieder Urheberrechtsverletzungen im Raum. Wenn YouTube dafür zahlen muss, dann ist das ein Riesenbetrag auch. Wie gesagt, das ist auch ein sehr, sehr schöner Satz, der sehr oft verwendet worden ist innerhalb dieser Demonstrationswelle. Der basiert allerdings auch nicht auf Fakten oder irgendwelchen Rechten und der basiert noch nicht mal auf der Richtlinie, weil die Richtlinie einen Rahmen setzt, der gesetzlich umgesetzt werden muss auf Landesebene, Bundesebene, wie auch immer du nennen willst. Und das ist nicht der Fall. Ich hier auch nochmal wirklich, wir hatten das ja eben, man weiß halt auch nicht, inwiefern vielleicht der Content-ID-Systemfilter, wie er heute existiert, gesetzlich dann ja auch schon anerkannt wird, ja. Vielleicht sagt man ja, dass hier
die Firma Google den Gesetzen genügt und mit diesem Filtersystem diesen Urheberrechtsverletzungen hinterher ist. Also vielleicht ist das ja nachher auch eine gesetzliche, weil man weiß das ja noch nicht. Ich möchte auch noch was anderes sagen. Hier wurde eben im Chat gesagt, dass natürlich dann auch Newsformate nicht mehr zeigen können, worüber sie berichten. Ich denke, dass das absolut falsch ist, weil dann sind wir wieder beim Zitatrecht. Und wenn ein Newsmensch oder ein Nachrichtensender klein über sein Greenscreen ein Achtel des Bildes eine Einblendung macht, bildlich oder unter eine Minute Videocontent und darüber eine News-Sendung verfasst, dann sind wir genau in diesem Zitatrecht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Zitatrecht angegangen wird. Ja? Auch nicht mit der Urheberrechtsreform innerhalb Deutschlands. Das wird eingebunden und wird vielleicht optimiert. Mhm. Und das bedeutet, um die Frage aus dem Chat kurz zu beantworten, dieses News-Format kann genau weiterhin das machen, was es macht. Das kann, und darauf wollte ich nämlich auch ein bisschen heraus, vielen Dank für diese Frage, Meinungsfreiheit durch zum Beispiel freie Newsmedien, ja, ob die immer gut oder schlecht sind, lassen wir mal dahingestellt, wird nicht eingeschränkt. Der kann weiter News machen, dieser Mensch, kann aus seiner Sicht informieren und kann auch Bildmaterial verwenden, weil vielleicht ist das System ja so, wie Karl sagt, dass dieser Mensch einen Haken setzen muss und damit eine Art digitales Wasserzeichen einführt. Und jetzt ist meine Frage, das sind wir eben übersprungen, wisst ihr, so ein ID-Systemfilter, man setzt einen Haken und sagt, das ist mein Content, damit ist der im Filter vorhanden und wird erkannt. Aber vielleicht kann man dem Filter ja periodisch, ich bin kein Fachmann, ich versuche jetzt nur zu spekulieren, weil das ist das, was alle irgendwie ja gerade tun, ja. Vielleicht kann man diesem ID-Filtersystem ja auch sagen, okay, die Bildpixel werden abgetastet, so, ja, und die Bildpixel, das glaube ich ist möglich, Bildpixel werden abgetastet und das ist weniger als, keine Ahnung, die Hälfte des Bildes und dieser Videobeitrag ist weniger als eine Minute zu sehen. Bumm. So, vielleicht ist das ja schon mal grob erstmal ein Schema, was YouTube vielleicht in dem ID-System, also mal eine andere Seite hinzufügt, mal vielleicht einen Denkanstoß in Richtung, vielleicht klappt es ja doch, weil ich höre immer nur Denkanstöße, dass es nicht klappt, aber nie irgendwie. Oder dass es dann ausgenutzt wird. Nie die Überlegung, auch. Wie könnte es denn klappen? Also vielleicht kann man das ja doch integrieren, dass sogar ein ID-Systemfilter wie von Google dieses Zitatrecht heraus erkennt durch Zeitangaben und Pixel Abmessungen. Wisst ihr, was ich meine? So, ja. Das ist meine Meinung. Jakob? Ja, fände ich natürlich gut, nur wie gesagt, ich finde halt einfach, Artikel 13 wurde zu wenig Zeit gegeben, und man versucht es jetzt durchzudrücken und es ist halt einfach zu undefiniert. Man muss da vorher sagen, okay, das und das berücksichtigen wir und das kann man so und so umsetzen, statt zu sagen, okay, wir übergeben jetzt die ganze Verantwortung einfach an die Konzerne. Ich glaube, Jakob, da muss ich dich korrigieren. Ich will dir was sagen. Ich bin ja schon 3 Jährchen älter. Ich habe 2012, ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast, Michel Friedmann, da hat der schon in seiner Sendung auf NTV mit jemandem von der CDU und von der Piratenpartei, damals war es die Geschäftsführerin Monika, ich komme gerade auf den Nachnamen nicht, haben die über die EU, also nicht über die EU-Urheberrechtsreform, aber über eine Erneuerung der Urheberrechtsreform debattiert. Und da, also das liegt schon ultra lange auf den Tischen und da wird schon so lange dran gebastelt und es wird nicht. Weißt du, es ist nie wirklich was zustande gekommen. Das ist, also ich möchte korrigieren, das wird schon sehr, sehr lange wirklich. Schau einfach mal auf YouTube, gibst du mal Michel Friedmann 2012 nachher ein und dann Debatte Urheberrechtsreform. Da wirst du ganz viele Videos finden. Das ist schon so lange auf dem Tisch. Es ist, denke ich, jetzt so präsent geworden, auch durch die neue Medienwelt, Twitch, YouTube. Und da würde ich gerne eine Frage auch stellen. Von Angel Devil aus dem Discord. Was glaubt ihr, woran liegt es, dass sich viele Menschen in der aktuellen Debatte rund um Artikel 13 oftmals stark von den Medien bzw. Influencern beeinflussen lassen, ohne dies zu hinterfragen? Vielleicht angefangen bei Karl. Sie spielt, noch eine kleine Info dazu, sie spielt natürlich auf den Tweet auch heraus, wo wir alle auch schon, ich glaube, du hast auch darüber gesprochen, Karl, mit dem, Achtung, das ist kein April-Scherz, Artikel 13, Urheberrechtsreform, Twitch wird abgeschaltet, so ungefähr, diesen Tweet da, ja, spielt sie drauf und schreibt, hier wurde anfangs der Eindruck erweckt, dass sich Twitch EU abschotten möchte und somit Panik geschürt wird, die sich spürbar in den sozialen Medien niedergeschlagen hat.
Also ich glaube, wenn ich das beantworte, dann ist die Frage auch geschlossen, weil das ist Populismus und Menschen sind dumm und wir leben in einer Schlagzeilengesellschaft. Das heißt also, die Meinungsbildung entsteht durch eine Schlagzeile. Es wird nicht mehr gelesen, was denn eigentlich innerhalb dieser Berichterstattung von sich gegeben wird, sondern es wird einfach nur eine möglichst schön ausformulierte Parole genommen, die dann als Fakt und Gesetz, das Wort Fakt, Alter, da muss ich schon kotzen, wenn ich das höre, ne? Das ist Fakt. Warum ist das Fakt? Weil der Newstime es gesagt hat, oder was? Weil Rezo gesagt hat, dass es so ist. Oder weil Revenzeit gesagt hat, dass es so ist. Das ist Schwachsinn. Die Leute sind einfach zu faul, um sich selbst zu informieren. Die laufen lieber blindlings irgendwelchen Parolen hinterher und sind dann auf einer Welle des Protests, die nicht mehr gerechtmäßigt ist. So, und alle Leute, die rumlaufen und überhaupt gar nicht wissen, was überhaupt innerhalb dieser Richtlinie formuliert worden ist und wie vage das ist und wie viel Raum für Spekulationen da besteht und jetzt hier rumrennen und sagen, das Internet ist vorbei, die Meinungsfreiheit stirbt und meine Memes werden offline genommen und dann wird Google dafür zur Haftung gezogen. Die haben überhaupt keine Ahnung. Die nehmen diese populistischen Schlagzeilen, übernehmen die als eigene Meinung und bauen sie noch auf. Das ist stille Postverfahren. Da steht Twitch macht dicht und alle sagen, oh mein Gott, ihr müsst jetzt nochmal richtig reinsubben, Jungs, weil in 2 Tagen gehe ich in Rente. Ich habe von einem Twitch-Highlight-Kanal, der Twitch-Highlights hochlädt, am Tag des Beschlusses der Richtlinie den Tweet gelesen, wann tritt Artikel 13 in Kraft? Und dann hat einer aus Spaß geantwortet, Donnerstag. Und der Typ ist komplett ausgerastet. Warum? Weil sie sich nicht informieren. Die wissen gar nicht, um was es geht. Die rennen einfach nur irgendwelchen dummen Floskeln hinterher, irgendwelchen populistischen Parolen und denken, sie würden Gottes Werk tun. Da verstehe ich die Angst dahinter nicht. Nein, ich verstehe die Angst. Wenn ich Angst habe, informiere ich mich, Bruder. Wenn etwas nicht klar definiert ist, dann ist es doch klar, dass man da Schiss vor hat. Also wenn da einfach ein freier Raum ist, den gewisse Leute haben, dann können da Leute auch natürlich ihre eigenen Sachen mit einbringen, ohne da zum Beispiel auf die Bevölkerung hören zu müssen, die sich eben diese Sorgen macht. Oh, du gehst jetzt in Richtung undemokratisch, oder? Glaubst du, dass das Ganze undemokratisch war? Das ist nur eine. Ich finde es undemokratisch, nicht auf die Bevölkerung zu hören. Was ist denn Demokratie? Das abzustempeln. Kannst du mal Demokratie für mich definieren? Und inwiefern für mich das Demokratie ist? Für mich ist Demokratie, dass es fair ist, dass man auf die Mehrheit hört und dass man sich nach der Mehrheit richtet. Und bisher zeigen alle Umfragen, die wirklich sagen, von wegen. Wie steht Artikel 13, wie steht ihr dazu und so weiter. Bisher steht da fest, dass die meisten eben gegen diese Upload-Filter sind. Nicht komplett gegen Artikel 13, denn wie gesagt, Urheberrecht ist so ziemlich allen wichtig. Aber gegen Artikel 13 genau der Weg, wie es aktuell beschrieben ist. Und das ist einfach zu schwammig, da hat man Angst vor. Weißt du, was der Unterschied zwischen einer Umfrage ist und einem demokratischen Volksentscheid, der ja so in Deutschland überhaupt gar nicht existiert? Heraus. Ich frag dich, ob du das weißt. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Unterschied, Umfrage, Volksentscheid. Volksentscheid, demokratischer Prozess, ja, man fragt die Bevölkerung nach einer Meinung und entscheidet politisch anhand dieser Entscheidung. Eine Umfrage, ich gehe auf die Straße und ich habe 100 Leute gefragt, was ist ihre Lieblingsmayonnaise? Das ist eine Umfrage, die hat keinen Wert. Und ich sag mal so, Demokratie bedeutet, dass gewählte Abgeordnete, denen wir die Kompetenz zusprechen, solche Entscheidungen zu treffen, diese Entscheidung dann auch treffen dürfen. Das ist Demokratie. Und nichts anderes ist passiert. Ist alles. Nimm mir doch nicht meinen Satz, Karl. Was ist los mit dir, Mann? Nee, wir hatten das auch. Ich muss was sagen. Ich will was sagen. Jakob, wir hatten das Gleiche mit Timo. Und Timo Wölken, der ja auch grundsätzlich nicht so davon überzeugt ist und auch gegen Artikel 13 ist, sagt aber auch, am Ende des Tages war es eine demokratische Entscheidung. Und das stimmt. Also, es ist doch so, ja. Weißt du, Jakob, es ist doch wirklich so, dass wir Menschen, und da kann jetzt auch keiner sagen, ich nicht, ja, dann warst du halt eben nicht wählen, dann warst du entweder zu jung oder hast irgendwas, weiß ich nicht richtig gemacht. Oder du stehst halt dazu, dass du nicht wählen gehst, dann ist auch gut, aber dann, keine Ahnung, da muss man auch immer mit der Meinung so ein bisschen vorsichtig sein, finde ich. Am Ende des Tages
gibt es gewählte Politiker. Und diese gewählten Politiker ziehen los und müssen im Namen des Volkes Entscheidungen treffen. Und das haben sie getan. Und ja, die Entscheidung war denkbar knapp. Und ich finde schon, es war, also ich möchte auch sagen, es war nicht unpolitisch, wenn man merkt, wie knapp es am Ende auf einmal geworden ist. In den Vorentscheiden im EU-Parlament war es ja gar nicht so knapp. Und am Ende waren es, glaube ich, was hatten wir gehört? 5 Stimmen oder 7 Stimmen? Ich weiß es nicht, hatte Timo erzählt. 5 oder 7 Stimmen. Also da hat man ja schon nochmal gehört. Aber 5 Stimmen Unterschied zwischen der Einreichung von Vorschlägen. Das heißt also 5 Stimmen Unterschied und man hätte nochmal darüber abstimmen können, ob Artikel 13 aus der Richtlinie gestrichen wird. Und im Endeffekt waren es dann ein paar 70 Stimmen dafür und dagegen. Und man darf auch nicht vergessen, dass selbst wenn, und das steht nicht fest, das Bild oder die politische Meinung des deutschen Volkes gegen diese Urheberrechtsrichtlinie ist, selbst dann wären wir repräsentativ gewesen. Denn Deutschland hat mit seinen Vertretern dagegen gestimmt. Ja, also wir haben als Bundesrepublik Deutschland auf EU-Ebene dagegen gestimmt. Spielt nur leider in diesem Sinne keine Rolle, da es eben ein EU-Entscheid ist auf Parlamentarebene und dass die anderen dafür gestimmt haben und deswegen es trotzdem durchgekommen ist. Aber Deutschland hat repräsentativ dagegen gestimmt. Und warum ich überhaupt gefragt habe, ob du denkst, dass es undemokratisch ist, ist, weil ich der Meinung bin, dass da sehr, sehr viele Parolen einfach aufgeschnappt werden. Und wenn der Erste sagt, es ist undemokratisch und alle rennen hinterher. Und es kotzt mich an, Alter. Weil selbst wenn ich Angst habe, was mache ich als intelligente Person, die Angst hat? Ich versuche, diese Angst in irgendeiner Form aufzuarbeiten. Wie arbeite ich Angst auf? Ich nehme meine Angst, ich nehme meine Befürchtung und versuche sie in irgendeiner Form faktisch zu belegen, zu begründen, diese Angst für mich persönlich zu rechtfertigen. Das habe ich gemacht, indem ich mich informiert habe. Ich hatte auch Angst, ich hatte auch Sorge, dass ich in Zukunft ALG2 beziehen muss. Also habe ich mich informiert und habe dann für mich persönlich den Entschluss treffen können, dass ja, diese Richtlinie sehr vage formuliert ist und ich dagegen bin und ich dagegen protestieren werde, aber das Ganze nicht so heiß gegessen wird, wie gekocht wird. Und deswegen glaube ich, dass das gerade so stark populistische und polemische Begriffe, mit denen sollte man super vorsichtig sein. Super vorsichtig, weil man wirkt sehr schnell sehr dumm. Ja, demonstrieren, hast du gerade gesagt, bevor wir auf die nächste Frage gehen oder Daniel noch was dazu sagt oder Jakob. Wir haben so viele Fragen im Discord, die werden wir nur schon mal zur Info höchstwahrscheinlich nicht alle durcharbeiten können. Wie gesagt, vielleicht nehmen sich die zwei im Nachhinein noch Zeit und gehen noch auf ein paar Fragen ein, wenn sie das möchten. Ansonsten vielen Dank auch für die ganze Unterstützung, die reinfliegt mit den Follows und alles drum und dran und dass ihr auch im Chat zum größten Teil zumindest respektvoll bleibt. Das ist für uns immer ganz wichtig. Wir machen hier einen Meinungsaustausch, jeder hat einen anderen Meinungsweg und wir versuchen hier natürlich trotzdem den Dialog und die Diskussion zu führen. Daher bleibt genauso wie wir hier respektvoll im Chat und ja, Daniel. Ja, ich wollte noch eben schnell eins sagen. Ich habe das gesehen, das ging eigentlich an Karl, aber ich möchte das unbedingt aufgreifen. Und zwar hat jemand geschrieben, ey Karl, hast du das neue Video von Solmicke gesehen? Irgendwie ging um Gitarristen, 2 Sekunden Musik in dem Video gestrikt worden. Ganz oft höre ich dieses Argument, wenn es um Musik geht. Als Medienschaffender möchte ich euch eins sagen. Ja, da ist ein Musiker, der hat Musik gemacht und diese Musik findet 2 oder 3 oder 4 Sekunden oder von mir aus 2 Minuten in einem Video statt. Dann ist das eine Urheberrechtsverletzung. Und haltet euch fest, das zweite Argument, was mir dann immer in den Popo geschoben wird, zumindest probiert man das, ist, ja, aber Zitatrecht. Nein, Musik ist davon ausgenommen. Musik ist davon ausgenommen. Wenn ihr das Zitatrecht in Deutschland lest und euch mit der Gesetzgebung befasst, werdet ihr feststellen, dass Musik davon ausgenommen ist. Ihr dürft keine Musik verwenden, wenn ihr nicht die Erlaubnis des Urhebers habt. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Oder Karl, möchtest du dem noch was hinzufügen? Weiß ich nicht. Das ist mein gesetzlicher Punkt, ja. Das ist genauso ein Schwachsinn wie Memes sind illegal. Also, was macht derzeit Klicks? Das ist die einzige Frage, die man sich stellen muss. Und da versucht man so hart zu polarisieren, wie es nur geht. Und je dümmer der Zuschauer, desto besser. Fertig. Ja? Ach so, du winkst zu mir rüber. Ich winke zu dir. Aber war das nicht deine Frage oder hast du sie schon gestellt?
Ja, ich habe die anders gestellt, die von der Discord-Frage, die war so ähnlich. Ja, okay. Ich will trotzdem, nochmal, dann ist mir das nicht so genau, das ist mir nicht ausreichend. Ist das herausgestochen? Habe ich irgendwie geschlafen jetzt? Die Frage, habt ihr das Gefühl, dass das Thema Urheberrecht die junge Generation in die Politik treibt, Karl? Hoffentlich. Aber hoffentlich auf dem richtigen Weg. Also Politikverdrossenheit ist ja ein sehr, sehr großes Thema. Ja. Schon seit 25 Jahren sprechen wir von einer immer größer und stärker abnehmenden von einem Politikinteresse, das immer weiter abfällt. Und ich denke, dass das ein Thema ist, das sehr, sehr viele junge Menschen mobilisiert, aber derzeit meiner Meinung nach auf genau den falschen Weg. Weil ich habe ultra viele Meinungen auf Twitter nach diesem Richtlinienbeschluss gehört, dass sie gesagt haben, meine Stimme hat keine Auswirkungen und ich werde nicht mehr wählen gehen. Und so ein Schwachsinn. Und das ist halt terrible, weil in einer Demokratie, und das ist ganz, ganz wichtig, bedeutet, dass ich mich für etwas engagiere, noch lange nicht, dass es irgendwann so umgesetzt wird. Weil es ist immer noch ein Mehrheitsbeschluss. Und selbst wenn 200.000 Leute auf der Straße waren und 5 Millionen Europäer dafür eine Petition unterschrieben haben, das heißt noch lange nicht, dass da in irgendeiner Form eine Mehrheit besteht. Und das heißt noch lange nicht, dass das Ganze undemokratisch ist, wenn es denn trotzdem beschlossen wird. Politisches Engagement bedeutet, dass man sich informiert und die Leute versucht, durch eben diese gut fundierten Informationen von seiner Meinung zu überzeugen. Das ist Politik. Ja? Ich versuche, einen Punkt aufzugreifen, den zu hinterlegen, argumentativ zu begründen und dann mehrheitlich zu beschließen. Das ist Demokratie. Und ich finde, das geht so ein Stück weit verloren, weil gerade bei den Reden, die ich auf den Demonstrationen habe hören müssen, ging es mehr in Richtung Populismus. Und das ist, glaube ich, eine politische Herangehensweise, die noch nie so wirklich gut funktioniert hat. Dass man versucht, dumme Menschen zu mobilisieren, um mit stumpfen Parolen auf die Straße zu treiben. Das kann nicht Ziel sein einer Demokratie. Das kann nicht Ziel sein von guter Politik. Und ich denke und hoffe, dass von dieser kompletten Protestwelle zumindest 5% der Anwesenden sich im Nachhinein oder vielleicht auch im Prozess selbst informiert haben, dadurch politisches Interesse in sich entdeckt haben und sich zukünftig dafür engagieren. Und da finde ich, haben Personen wie Julia Reda und Timo Wölken, auch wenn ich inhaltlich nicht mit allen Punkten übereinstimme, sehr, sehr vorbildlich. Weil die rufen dazu auf, sich zu informieren. Die rufen dazu auf, sich die eigene Meinung durch Informationen zu besorgen und zu bilden. Und das ist super löblich. Und ich hoffe und bete dafür, dass es junge Menschen gibt, die in Zukunft eben wählen gehen, und zwar mit einem Fundament. Ja, wir haben Jakob verloren. Bist du noch soundtechnisch da, Jakob? Ja. Okay, oder? Deine Kamera ist weg. Ja, dann ist der Akku leer. Okay. Ich habe keine weiteren Akkus geladen, okay. Dann müssen wir so weitermachen. Okay, dann ist der Upload-Filter ist jetzt durch. Ja, alles schwarz. Ich muss pissen. Können wir Pause machen? Ja, natürlich. Dann machen wir kurz eine Pause. Vielleicht kriegen wir da irgendwie was noch gebastelt, dass wir Jakob noch sehen, weil das wäre schade, wenn wir nur ein schwarzes Bild haben. Wir gehen mal kurz in die Pause, Leute. Wenn ihr noch Fragen habt, kommt gerne in die Discord, Ausrufezeichen Fragen. Ansonsten noch gerne mal Shoutouts an unsere Gäste, an Jakob und an Dekaldent. Und dann sind wir nach einer kurzen Werbeunterbrechung wieder zurück. Bis gleich. Bis gleich.